Hallo Jungs, hier ist der Marc für den Feed Racing Dragon Hammer Volts 2. Ich bin mit dem Ding nicht zufrieden. Also das Auto gefällt mir, er fährt sich super. Das 8S Setup ist okay. Ihr habt es gesehen, Run Nummer 1, normale Benutzung vom Auto, coole Runtime, wir hatten trotzdem 20 Minuten. Das Zeug war warm, aber ja, du fahrst ja einmal, dann lass du es ein bisschen ausruhen, diese auskühlen, also geht das. Run Nummer 2, weil wir am ersten Run schon ist die Stabestange gestorben. Das Geräusch, das wir hatten, war im Getriebe. Dann knallte das Getriebe, dann war das Geräusch weg. Deswegen haben wir uns am zweiten Run entschieden, ein bisschen härter damit umzugehen. Er hat es überstanden, aber nach 15 Minuten war Motor schon warm, war Batterien warm. Also für mich ist es klar, 8S ist ein Witz in dem Auto. Also mindestens 12S mit weniger KV. Das ist zu viel. SSS-Motor reinbiegen, 360 KV, 16, 18S rauf. Also am liebsten würde ich, also ich habe einen 16S-Regler, das sind zweimal, also 4S, 2 pro Seite. Wäre cool. Stabilstange ist ein Problem, weil die hatten gar keine mehr Lager. Alle hatten, die waren ausverkauft, weil die ist 90 Grad gebogen links, rechts. Ist nur ein Federstahl, das gebogen ist, ist zu schwach. Das Ding braucht zwei gerade Stücken und dann eine Zylinderverstrebung wie auf 1:8er Super GT. Wie es BMT macht zum Beispiel oder so, das wäre was. Das Getriebe ist knallt, weil sie haben Material weggenommen, um den größten Zahnkranz reinzumachen auf dem V2. Ich hatte ja denen gesagt, und ich bin nicht der Einzige, zu viel KV, falsche Übersetzung, geht schlecht. Sie haben ihn trotzdem so rausgelassen, ging schlecht, haben sie V2 gemacht, Material weggenommen, damit der größere Zahnkranz reinpasst. Dann ist es hier, siehst du, zu schmal, dann ist es geknallt. Und guck mal, was wir da gefunden haben. Also, der Motor erstmal, guck mal da, haben sich die Schraube gelöst. Die Platte ist fast weggeflogen. Getriebe haben wir aufgemacht und guck mal, was wir gefunden haben. Die Madeschraube ist rausgeflogen. Deswegen, wahrscheinlich ist hier das passiert. Du siehst hier, es ist krumm. Ja, irgendwann ist da mal was verhakt, dann hat der Motor geschlagen. Ja, zum Glück ist der Rotor nicht gestorben. Eine gute Idee, dass wir hier haben da eine Büchse. Motorritzel hat eine flache Kante. Und nochmal eine Büchse, das heißt, die Ritzel kann sich sowieso nicht bewegen, aber das schlägt ein hier, siehst du, das ist schlecht. Ich habe es lieber ohne die Kante, habe lieber, wenn der Motor mal rumdreht, wenn die Ritzel knallt, dass es wuh macht und fertig. Dann weißt du, du stehst, aber geht nicht mehr kaputt, weil das hätte den Motor kosten können. Es ist zwar aber auch keine Loctite an den Schrauben, ist auch ein Problem. Und für den Motor rausholen, muss Getriebe rausgehen. Das heißt, das ganze Heck vom Auto auseinanderlegen, Getriebe raus, Getriebe zersetzen. Weil eine Schraube ist hier unter dem Hauptzahnrad versteckt und du musst tief aufschrauben, weil hier, das ist von innen fest. Du kommst hier nicht so raus, das geht nicht. Du musst hier alles rausnehmen, lösen hinten, dann kannst du vorne rausnehmen etc. Also nur wegen sowas. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr eine habt, macht den Motor raus, macht Loctite rein, baut es wieder zusammen. Und die Madeschraube auch im Motor selber, die hat auch null Loctite. Wir hatten Glück, siehst du, die hat keine Spuren, das heißt, sie wurde nicht von dem Getriebe, also irgendwie ist sie nicht in die Verzahnung und hat da keinen Stress gemacht. Und deswegen ist hier alles ganz und nicht hat geknallt. Stell dir mal vor, wenn das hier reingeflogen wäre, die Katastrophe, dass es gegeben hätte. Du siehst auch, dass die Büchse vorne her hat. Fing an hier reinzuschleifen. Also zum Glück ist das Getriebe geknallt, sonst wären wir weitergefahren, hätten wir Motor gekillt oder noch mehr. Das ist schade. Ich hätte gern ein Feed Racing gekauft, weil nach der Fahrt hat es mir gefallen, aber Feed Racing hat mich enttäuscht, weil sie keine Antwort geben. Wir haben eine zerschrottete Karo bekommen, keine Antwort. Wir wollten ja nicht eine gratis Karo, dann vielleicht mal 50-50. Das Getriebe ist geknallt. Immer noch keine Antwort. Null Garantie. Getriebe okay, kostet nur 50 Euro. Aber mindestens eine Antwort wäre was gewesen. Und wir haben zu zweit geschrieben. Ich habe auf Facebook geschrieben. Ich habe auf E-Mail geschrieben. Ich habe auf Feed Racing Support geschrieben. Nix, null, nada.
Also wirklich sehr enttäuscht. Und jetzt ist ja der UFRC Ghost Rabbit rausgekommen. Der Ghost Rabbit hat leider das Käfig vom G1 Crawler, also kleiner Käfig, sieht kleiner aus als den. Und ich weiß nicht wieso, dass sie sich entschieden haben und riesen Reifen. Die Reifen sind gut, aber Mann, das sieht doch so aus. Natürlich ist es eine Kleinigkeit, Reifen kannst du ersetzen. Okay. Und was bei UFRC geil ist, ich habe da einen mega Nachverkauf, weil RCK Online in Deutschland macht das. Und der, muss ich jetzt nicht falsch versagt, der Christian, glaube ich, oder Adrian, oder ich, jedes Mal ist ein Tor. Zwischen RC Race Shop, zwischen Modellbau Metz und zwischen RCK Online haben alle die gleichen Namen da drin irgendwie. Sorry Jungs, wir magen euch allen. Und ja, bei UFC hast du einen super Support bei RCK Online und deswegen sehr wahrscheinlich entscheide ich mich für den Ghost Rabbit. Und da drin kann ich auch, ich kann den Roller kaufen und einen Motor mit wenig KV und dann locker 16S fahren. Der ist auch 20 Kilo schwer, der ist 24 Kilo schwer. Wir wollen ja nicht überspeed, im Losi 5T habt ihr ja gesehen, mit 16, 18S können wir 85 fahren, 20 Minuten lang mit 5000 mAh Batterien. Also, und alles ist lauwarm am Schluss. Wir wollen ja keine 85 mit so einem Ding, reicht 65, 70 wie Nixmax. Am RAM sind wir 40 Minuten gefahren mit 50, jetzt haben wir hier raufgeschraubt auf 60, also die Probefahrt kommt jetzt. Wir sind Samstagmorgen, der Sergio kommt zu mir. Er kommt mit dem Getriebe für sein Auto, wir montieren das Getriebe, der Ram ist bereit draußen und dann gehen wir fahren, nicht baden. ich weiß aber nicht, soll ich den UFRC nehmen, weil was mir auch noch gefällt, ist den Vector 5 TT. Und den Vector 5 TT gibt es natürlich nur als Benziner, aber ich kenne mir ja, da gibt es eine flache Aluplatte dran, ein Schieber und dann geht ein Elektromotor rein. Und da zeige ich euch mal wieder, wie das geht mit Elektroumbau und richtige KV-Gewicht. Es ist vielleicht nur Glück, aber ihr könnt nicht sagen, dass wir das hier nicht im Griff haben, zwischen Motorleistung, wie viel S, wie viel KV und Endergebnis. Der Ram am ersten Schlag, okay. Es ist kein Zufall. Ich sag's euch. Wir haben es berechnet und es hat geklappt. Im Losi 5 habt ihr es gesehen. Ich habe es berechnet, habe es gemacht. Ich habe euch mehrere Versionen gemacht, um euch zu zeigen, was du alles an Möglichkeiten hast. Natürlich kannst du nur 8S fahren mit 20.000 mAh Batterie. Aber wenn wir beide in den Feld gehen, du fahrst 8S und ich fahre meine 16 oder 18S Setup, am Schluss, nach 20 Minuten, wenn du mir nachfährst, wirst du gesehen, dass du erstmal Mühe hast, die nachzukommen, bevor deine Batterie zu Ende sind. Und dann am Schluss, dass dein Setup total absolut verkocht ist und meiner nicht. Und wenn ich dir nachfahre, wenn du dann abstellst, fahre ich noch weiter. Und am Schluss bin ich immer noch lauwarm. Natürlich ist es bequem, ist klar. Wir haben Easy 8S Regler, aber 12S Regler sind jetzt auch immer mehr easy, es kommen immer mehr. Das ist jetzt von mir aus der beste Easy. Es ist ein großer Teil, ist klar. 12S 300 Ampere, aber hat Antispark, hat super BEC. Meine Lieblings sind die Flyers. Die Flyers sind aber anders zum Befestigen, sind aber viel leichter. Du hast kein BEC drin oder nur ein 5 Volt, das ist schade. Aber es kommt ja immer mehr. Wir haben ja auch immer mehr Roller und Trottinetten, so Zeugs Elektro. Wir haben auch so Regler drauf, also da kommt was. Natürlich brauchen die keinen BEC. Das ist unser Leiden als Modellbauer leider. Jungs, macht's gut. Sagt mir ja Bescheid, was ihr alles hattet mit eurem Feed Racing Dragon Hammer. Der wird zusammengebaut, der fahren weiter 8S, weil es reicht. Wenn ich einer kaufe, mache ich ihn 16S. Mit dem schönen AirSnack 16S. ESC, natürlich mache ich dann einfach eine 7,2 Volt Batterie direkt auf dem Receiver und los geht's. Vielleicht schnappe ich mir auch noch einen Reminator.